Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von Quantum Break. Die haben wir ja beide eben abgeledert. Sie sagten mir, dass Hedge Pauls volle Unterstützung hatte. Sah mir nicht danach aus. Es gab kurzzeitig Differenzen. Diese Juggernauts, oder wie sie heißen, habe ich mal eben kurz niedergeschossen. Naja, eben kurz. Ihr habt ja die letzte Folge gesehen. Das dauert doch ein bisschen. Man muss sie mal auf dem Rücken treffen. Okay. Monarchs PR-Maschine lief auf Hochtouren. Die Öffentlichkeit glaubte, sie würden das tun, wozu die Polizei nicht in der Lage war. Sie würden sie vor einer terroristischen Bedrohung schützen, vor... Ihnen. So, aufmunitionieren, genau. Die sieht man übrigens auch, wenn man den Zeitblick aktiviert. Dann kann man die auch sehen, wo diese Rucksäcke sind. Alle Waffen durchgeladen. Und da hinten sind die, die ich ja schon erlegt habe, sonst keine Gegner mehr zu sehen. Dann geht's jetzt, ich vermute mal, da weiter. Ja, genau, da, wo das kleine gelbe Pfeilchen ist. Das ist so lustig, weil man die ja auch berühren kann. Habe ich jetzt aber nicht gemacht. Das ist ein bisschen pietätlos. Die hängen so in der Zeit. Ich versuche, zum Skywalk zu kommen. Skywalks. Du bist jetzt in der Marketingabteilung, das sollte... Ja, okay, ich denke, ich hab's. Hey, Jack, sei vorsichtig. Irgendwas sehr Seltsames geht in diesem Gebäude vor sich. Ach was, das stimmt doch überhaupt nicht. Pauls Imperium fiel um mich herum zusammen. Ich hatte so etwas noch nie gesehen. Paul schon. Das war es, worauf er sich all die Jahre vorbereitet hatte. Das ist doch sonderlich normal da alles. Da geht doch nichts Seltsames vor. Also ich weiß gar nicht, was die hat. Mann, da. Monarch Solutions. Genau, wir lösen Probleme. Zum Beispiel das lästige Problem der Zeit. Ach, die ist so hinderlich, die Zeit. Was können wir ohne Zeit alles machen? Sieht schon geil aus. Du Scheiße. Ja, wieso? Was ist denn? Was hat der denn die ganze Zeit? Meine Fresse, du. Na gut, es ist schon geil, ey. Sieht schon geil aus. Aber irgendjemand muss die ja... Irgendjemand muss sich ja denen angenommen haben. Oh, ein... wie schön, eine Kronon-Quelle gefunden. Das wäre erledigt. Habe ich... Jetzt habe ich drei. Kann ich was updaten? Ach, ist alles... Es kostet 4. Ah, dann lassen wir das. Aber irgendjemand muss sich doch mit denen... Also die bekämpft haben. Vielleicht werden wir da schlauer. Acht von 18 Handlungsobjekten und da kann man doch die Zeit wieder zurückdrehen, oder? 9 von 18. Naja, das war nicht sehr hilfreich. Da frage ich mich dann immer, warum wird sowas in so ein Spiel eingebaut? Aber ist okay, da liegen noch Objekte wieder ohne Ende. Sie haben hier eine Zeitmaschine? Ja. Habt ihr keine? Hierher haben sie also den Kern aus der Universität gebracht. Das ist Pauls Maschine. Also ich meine, so eine Zeitmaschine gehört ja wohl in jeden Haushalt irgendwie, ne? Finde ich. Ach, was könnte man alles machen? Ach Gott, ach Gott. Ja, wir laufen da mal so rum, so ein bisschen durch Monarch Solutions. Da hinten ist noch irgendwas. Das sind diese Handlungsobjekte, die da angezeigt werden. Und hier muss ja auch noch so eine Kronon-Quelle irgendwo rumleihen. Jetzt gehen wir da erstmal rumliegen, lungern. Da. Aber da ist eine Wand dahinter, also auf der anderen Seite. Gut, wir kommen da jetzt nicht durch, also gehen wir jetzt erstmal durch die Tür. Das habe ich ja inzwischen gelernt. Da hängen diese Leute da in der Luft. Na, nun geh da durch, nun mach da nicht so einen Film von. Das ist schon krass. Und man muss sagen, also die Grafikfähigkeiten der Xbox werden schon gut ausgenutzt. So, die Oberflächen. Also wenn man bedenkt, wie Spiele früher also ich will jetzt nicht sagen, früher war alles schlechter und besser oder besser, aber die haben schon... Oh. Ich habe nichts gemacht. Das war eine Cutscene. Ich habe nichts gemacht.
Das ist ja praktisch, wenn das Spiel für mich spielt und ich gar nichts machen muss. Ja, ich gehe mal weiter. Ne? Nee, also diese Oberflächen und so, das sieht schon echt sehr, sehr... Was zum Teufel war das denn? Auch sein Gesicht. Überhaupt die Gesichter. Der Zug. An das gesamte Personal. Halten Sie sich von den unteren Ebenen fern. Es besteht eine mögliche Bedrohung. Halten Sie sich von den unteren Ebenen fern. Jawohl, wir gehen wie nach oben. Es scheint, ist ein Zug ins Gebäude gerast. Die Situation ist unter Kontrolle. Nee, klar. Das gesamte Personal sollte in den sicheren Bereichen bleiben. Noch eine Tür, bei der ich Hilfe brauche. Du bist bei Serenes Büro. Gut. Einen Moment, die ist etwas schwierig. Serene hatte Zugang. Gucken wir doch erstmal. Zu der CFR-Kammer. Und da steht ein ziemlich gefährlicher Typ Wache. Ach. Ich hab's. Sei vorsichtig, okay? Das war ja eine super schwierige Tür. Sie kann dabei noch reden. Er war schon verschwunden. Aber er hatte genau das zurückgelassen, was ich brauchte. Da stehen Lenovo-PCs. Also, glaube ich, die sehen jedenfalls so aus. Jede Menge Handlungsobjekte. Das sind diese Tafeln mit der Zeitlinie. Die hat ja Paul auch schon mal sich angeguckt. Jetzt hätten wir nochmal eine Chance. Da ist ein Laptop. Sehr gut. Kein MacBook, sondern irgendwie ein Billo-Aldi-Laptop. Ja, ist klar, wenn man eine Multimilliarden-Dollar-Zeitmaschine hat, dann kann man sich natürlich keine teure Hardware mehr leisten. Aber das Lumia klingelt. Leck mich. Keine Spielchen mehr. Ich will, was mir gehört. Ja, natürlich. Der CFR. Wenn du nur verstehen würdest, wie viel von ihm abhängt, würdest du ihn hier lassen. Aber ich weiß, es ist dir egal. Das stimmt. So ist es. Und du kannst mich nicht aufhalten. Ja. Ja, alles wird so kommen, wie es kommen muss. Was meint er jetzt? Wir sehen uns bald wieder, Jack. Gute. Wie hieß die noch? Striker? Die Typen mit diesen Zeitsprung-Rucksäcken? Oder Schwimmbad? Bradbury Swimmingpool. Also, da stand nur Swimmingpool, aber ich würde es schon sein. Okay. Ich tanze nicht mehr nach deiner Pfeife, du verrückter Bastard. Ist schon irgendwie ein cooler, interaktiver Film. So. Ich fürchte, da unten wird es nochmal lustig hergehen. Wenn wir jetzt auf Paul Serene treffen. Ach nee, der ist ja in dem Schwimmbad. Die Anomalien lagen nur einige Minuten. Die Gegenmaßnahme war Pauls Preis. Alles, was er erschaffen hatte, basierte auf Wills Erfindung. Sein Plan beruhte auf ihr. Klar habe ich mich darauf gefreut, sie ihm wegzunehmen. Okay, da könnte man sich jetzt nochmal diese ganze Zeitlinie angucken. Also 17 Jahre, die er zweimal durchlebt hat. 2001. Alles aus dem Gedächtnis aufgezeichnet. Er wusste, zu welchen Markttrends es kommen würde. Er verfügte über das Wissen, ein Vermögen zu machen. Und das tat er dann auch. Ah, natürlich, klar. Wenn man in die Zeit zurückreisen kann, dann kann man natürlich Geld machen. Oder beziehungsweise, wenn man alles nochmal erleben kann, dann weiß man natürlich, wie Börsenkurse sich entwickeln und so weiter und Fußballspiele ausgehen. Paul sagte mir, dass er versucht hatte, alles zu ändern. Aber er hatte versagt. Ich glaube, das ist der einzige Grund, warum es keine Zeitmaschine gibt. Ich hatte gesehen, wie Beth dasselbe Schicksal ereilte, aber Paul, es verzehrte ihn. von 18 Handlungsobjekten. Da oben ist noch irgendwas. Da unten ist noch irgendwas. Na, gehen wir erstmal hoch. Ach, wie schick. Ein Schlafzimmer im Büro und mit so einem Blick. Ja, das würde mir auch gefallen. Paul hat Monarch lange Zeit im Geheimen geleitet. Das hat wahrscheinlich bei dieser ganzen Realitätsverlustsache nicht geholfen. 3 von 4 Infoobjekten. Und irgendwo muss da noch so ein Kronon gedönt sein. Okay, es geht voran. Wo ist dieses blöde Ding? Das muss hier sein irgendwo. Das muss hier sein. So. Oder ist es unten? Ja, das kann aber eigentlich nicht sein. Nee, hier ist das nicht. Hier geht's weiter mit dem
mit anderen Sachen. Hier müssen wir uns wieder, hier müssen wir wieder schießen. Das muss so oben bei diesem Bett sein. Okay, nochmal hoch. Oder hier? Da? Nee, das ist ja... Ach nee, das ist tatsächlich eine Beleuchtung. Nee, manchmal sind die Leuchten ja so hell. Das muss da oben sein. Ich höre es doch auch. Es verschwindet, wenn man nicht nah genug dran ist. Also der versteht zu wohnen, der Feine. Da ist es doch. Oder? Ja, an dem Bild. Jetzt geh die Treppe raus. Oh Mann. Er springen kann er nicht. Das ist das Problem. Er muss nur wirklich eine Treppe hochgehen. So. Und dann können wir uns das nehmen. Das Kronon. Jetzt haben wir, glaube ich, dann 3 von 3 Kronon-Quellen gefunden. Sehr gut. Nicht, dass es dafür mal einen Bonus gibt, aber wir haben jetzt 4 Punkte und können jetzt was updaten. Da habe ich am Anfang einfach Mist gebaut, muss man wirklich sagen. Habe ich nicht drauf geachtet, diese Dinger zu finden. Dann hätte ich natürlich viel stärker, hätte ich alles schon haben können. Das habe ich einfach, das ist blöd. Muss man einfach dran denken, wenn man es nochmal spielen sollte. Ich bin nicht sicher, ob ich es nochmal spiele. Aber wenn, dann muss man am Anfang gleich diese Dinger einsammeln. Es kann natürlich sein, man kann ja auch einzelne Level wiederholen, dass man das einfach macht. Und anschließend dann die, dann kann man den Bossfight wahrscheinlich, muss man dann nur auf einen Knopf drücken. Ja, wir kriegen noch einen Bossfight, bin ich ziemlich sicher. Und es ist ja klar, dass er gegen Paul Serene kämpfen wird. Da bin ich ziemlich sicher. Ich weiß nicht, ob wir das heute schon erleben, aber ich meine, das schreit danach. Das war zu Anfang schon klar im Grunde genommen. Ist auch okay. Ich frage mich, ob sie das im Computer designt haben oder ob sie wirklich ein Set... Dr. Emerald war der einzige Grund, warum Paul noch am Leben war, aber... Ihren Unterhaltungen zufolge war ihre Beziehung nicht nur beruflicher Natur. Ob sie ein Set gebaut haben und das digitalisiert haben? Paul war ein sehr mächtiger Mann, der Kopf eines Imperiums. Aber hinter dem Schleier war er ein sterbender Mann. Es gab deutliche Anzeichen dafür. Da geht's nicht weiter. Hier war aber doch... Irgendwas war doch da. Keine Ahnung. Ah, leck mich am Arsch. Nur gehen raus, aber wobei... Doch, da hinten geht's weiter. Eh die Zeit ganz anhält. Oh oh. Da steht ein Rucksack mit Munition. Schlechtes Zeichen. Ach, er. Nur einer? Es ist doch wohl klar, dass du mich nicht vom CFR fernhältst. Du siehst echt nicht stark genug dafür aus. Emily. Okay, das ist wirklich nur einer. Das ist der Typ aus dem... Selbstverständlich hat er eins von diesen verdammten Dingern. Ach, und meine Zeitfunktionen funktionieren nicht. Okay, ist das jetzt... Das ist doch, ich weiß nicht, wie er heißt. Jedenfalls der Typ, der von Paul Serene angeheuert wurde, diese Gegenmaßnahme zu bewachen. Und der macht das natürlich für seine Freundin irgendwie. Leider gibt es irgendwie keine Anzeige, wie weit runter der schon ist. Oh. Nicht die Strahle kreuzen. Lass es, Mann, bleib liegen. Fick dich. Für mich steht dabei zu viel auf dem Spiel. Du gehst nirgendwo hin. Und eingefroren, natürlich. Nee, ist klar. Als ich ihn sah, relativierte sich alles. Sie wurden alle in die Irre geführt und so manipuliert, dass sie glaubten, sie würden tun, was richtig war. Was notwendig war. Liam Burke hatte seine Wahl getroffen. Liam Burke war ein Rettungsboot, drehte sich um die Gegend. Wie so viele. Er wusste, dass Will versuchen würde, sie wieder in seinen Besitz zu bringen. Deshalb wurde er umgebracht. Und er wusste, dass ich es irgendwann auch versuchen würde. Liam Burke. Er hatte offensichtlich recht. Sie hatten einen Kronon-Teilchen-Vorrat angelegt, um das Rettungsboot mit Energie zu versorgen.
Hoffentlich groß genug, um so lange zu 17 halten. 17 von 18 Handlungsobjekten. Ich habe bestimmt irgendwo eins vergessen. Vielleicht da leuchtet noch was. Also die Tür aufmachen. Das geht natürlich jetzt ganz einfach. Fiona, ich bin bei der CFR-Kammer. Die Tür ist verschlossen. Die übersteigt meine Zugriffsrechte bei weitem. Aber da mein Freund vorhin das Sicherheitssystem ausgeschaltet hat, sollte ich sie öffnen können. Ich weiß zwar nicht genau, wie der Plan aussieht, aber jetzt liegt alles an dir. Wie immer übrigens. Na, das war ja wieder, ging ja noch schneller. Es war so, als würde man einen Schrein betreten. Dies war ihre heilige Reliquie. So, 18 von 18 Handlungsobjekten, aber nicht, dass man dafür irgendwas kriegt. Also das ist ein bisschen dämlich an dem Spiel. Es gab eine Art Kampf in der Kammer. Ich wusste keine Einzelheiten, aber jemand hatte danach aufgeräumt. Charlie Wincott. Ein Mann namens Charlie Wincott. Ich glaube, er hatte sich entschieden, Widerstand zu leisten. Leider ist das nicht gut für ihn ausgegangen. Der sollte erst Charlie Windows heißen, nun, aber das scheint, war dann doch zu auffällig. Ist. So, dann Will hatte 11 Jahre gebraucht, um die Gegenmaßnahme zu bauen. Beth starb für sie. Na, dafür gibt's wenigstens Punkte. Den Riss reparieren. Dieses verfluchte Ding. Das Problem war, ich hatte keine Ahnung, wie man sie benutzt. Und der Einzige, der das wusste, war tot. Aber Monarch nahm sich seiner an, bevor das geschehen konnte. Die Universitätszeitmaschine. Richtig. Der Kern ist hier. Monarch hatte seine eigene Zeitmaschine gebaut über der CFR-Kammer. Sie war mein Ziel. Genau. Sie glaubten noch immer, dass Sie Ihren Bruder retten konnten? Ja. Okay, also wir haben das CFR, die Gegenmaßnahme. Da kommen wir jetzt natürlich einfach so raus. Ist ja klar, ist nicht mehr gesichert, ist logisch. Ja, und dann fahren wir mal nach oben, über die Kammer. Lass mich raten, da werden einige auf uns warten. Ich würde mich wundern, wenn es nicht so wäre. Aber wer weiß es schon? Niemand weiß es so genau. Paul hatte den Kern der Zeitmaschine aus der Universität in seine Maschine eingebaut. Das war Teil seines kranken Verlangens nach Kontrolle. Aber dadurch erhielt ich eine letzte Chance, alles in Ordnung zu bringen. Ich konnte in die Vergangenheit reisen, vielleicht Will finden, bevor Paul ihn tötete. Und wenn ich Will die Gegenmaßnahme geben könnte, könnte ich vielleicht das Ruder noch herumreißen. ...96% entdeckt immerhin. Nicht schlecht. Für mich so. Der Kern war installiert, die Maschine bereit. Ich musste den Korridor in Position bringen. Ach so, ja, das wieder. Das ist ja so eine komplizierte Zeitmaschine. Nicht so... Also, ich meine, warum ist sie nicht in einem DeLorean? Das wäre doch mal was. Das wäre mal so eine Idee. So ganz spontan in so einen schicken Chrom-Metallic-DeLorean einbauen. Auto. Zeitmaschine in ein Auto. Aber darauf kommen die natürlich nicht. Mann. Aber Waffen sind schon mal da. Alle durchladen. Denn ich bin mir ziemlich sicher, da geht es gleich zur Sache. Und ich habe jetzt schon wieder Angst. Meine Hände zittern. So, da drücken und dann geht's los. Okay. So sollte es funktionieren. Korridor wird aktiviert. Phase 1 gestartet. Sämtliches Personal muss in operativen... Ah, da oben ist der Korridor. Kommt herunter. Ja, siehst du, da geht's ja schon los. Die haben nur drauf gewartet. Natürlich. So, der ist eingefroren. Bam! So. Ah, die Scharfschützen sind... Achso, die Zeit ist eingefroren. Und nur die Typen können sich bewegen, wegen ihres Zeitschutzanzuges. Ah, der ist glaube ich fertig. Ah, da ist er ja. Da, nee, der kann doch noch. Na, ah, schade. Jetzt, nee. Jetzt ist er weg. So, und der. Ja, der war nicht so schwer. Aber die Scharfschützen, da sollte man nicht so lange stehen bleiben. Wenn die Zeit losläuft, dann schießen die vielleicht auf einen.
Letzte Patrone! Ah, scheiße, die Zeit läuft weiter und die Scharfschützen sind da. Oh oh, das ist. Alter! Aua! So. Okay. Einer nach dem anderen. Jeder kommt dran. Oh, die scheiß Scharfschützen. Die machen mich fertig. Endlich. Warum? Ah, scheiße. Okay. Mehr dann morgen. Tschüss.